Herzlich willkommen zur sechsten Lebenswoche des ST-Wurfs. Ich habe jetzt gedacht, ich spreche euch in dieser Woche einen Audiokommentar auf, weil so viel passiert. Ich habe die Tage nummeriert, das seht ihr immer ein Datum dann oben eingeblendet. Und das ist jetzt noch ganz am Anfang der Woche, da ist die Motorik noch nicht so weit entwickelt, beziehungsweise manche sind noch eher so Sitzmodelle. Die Kleinen, der Emil und die Stella, die sind weitaus beweglicher schon und weiterentwickelt von der Motorik als der Egon. Der Egon braucht noch ein bisschen, aber wartet nur ab, am Ende der Woche hat er aufgeholt. Das hier ist Tante Friederike. Friederike ist knapp 5 Monate alt und ist die Tochter von Amelie. Und die bringt jetzt den Kleinen richtig so spielen bei und sie macht es ganz toll und vorsichtig und sie weicht immer wieder Nuri? Nach hinten und so. Aber Nuria ist noch nicht ganz so begeistert von der Sache, deswegen wird sie da ab und zu mal ermahnt, ja, damit sie die Leute nicht in den Senkel stellt. Also man sieht auch immer, die Kleinen spielen die Friederike an und die legt sich dann entweder hin oder sie geht weg. Also immer wenn so ein Kleines in die Nähe kommt, ne, legt sie sich entweder hin und wenn sich ein Kleiner wieder entfernt, dann macht sie so einen kleinen Satz auf den zu. Das könnt ihr jetzt gleich nochmal sehen. Genau. Es entfernt sich und sie legt sich jetzt ein kleines Stück vorne dran. Und wenn die dann zu zweit sind, dann sind die durchaus sehr rabiat und sehr laut auch schon. Deswegen habe ich auch weitestgehend den Originalton drin gelassen, damit man auch hören kann, einfach, dass die ganz beeindruckende Knurrgeräusche schon von sich geben können. Die Stella rechts ist ein bisschen vorsichtiger als der Emil. Der Emil, das ist ein Rabauke. Einen Tag später ist das nämlich dann schon, genau. So, und hier seht ihr eine kleine Begegnung mit der Musa. Die Musa ist aus Rumänien, ist ungefähr 3 Jahre alt und die hat eine ganz andere Präsenz den Welpen gegenüber. Und tatsächlich ist der Emil bei der ganz, ganz, ganz anders als vorher bei der Junghündin, bei der Friederike. Gleich gibt es einen kleinen Anschiss. Genau. Da hat er nämlich wirklich ganz stark die Individualdistanz unterschritten, ne? Und wenn er sich nämlich dann platt hinlegt und sich kurz einigermaßen ruhig verhält, bis auf das wedelnde Schwänzchen, ne, dann hat sie dann wieder eine kleine Spielaufforderung gemacht. Arbeiten sie hier zu zweit dran, dass der Emil mal kurz stillhalten soll, allerdings im Augenblick noch vergeblich. So, jetzt kommt hier der Egon und die, genau. Natürlich gemein, ne, wenn der eine von vorne und der andere von hinten kommt. So, hier ist jetzt die Begegnung mit Simon, das ist der Vater von dem Wurf. Und Simon hat durch seine Präsenz hier
dem jungen Mann schon signalisiert, stopp, mach mal langsam. Ne? Also der stellt sich wirklich einfach nur hin und guckt. Dann haben wir in der Woche auch Wasser kennengelernt, wie ihr seht. Der Egon, der hat die Idee mit den Steinen gleich für sich genutzt und nimmt das als Badeinsel. Das ist wieder einen Tag später. Und jetzt versucht er von der Badeinsel runterzukommen. Während hinten die anderen auf der Schaukel spielen. Und das Wasser ist halt leider nass, also das heißt, da muss man überlegen, ob man da die Pfoten reinsetzt oder nicht. Gerettet. Wilde Raufspiele haben wir dann einen Tag später auch dann schon so anfänglich. Das wird dann immer so ein bisschen mehr auch. Ne? Das hier sind Emil und Egon. Und der Emil überlegt gerade, ob er das gleich nochmal macht, was er gerade eben versucht hatte. Aber der Egon ist ja weggegangen. Und das macht er jetzt auch gleich nochmal. Also Egon will da keinen Stress. Dann haben wir da auch schon gleich einen beachtlichen Geräuschpegel. Und spitze Zähne. Und das kann die Stella auf den Tod nicht ausstehen, wenn er das macht. Und auch da geht er letztlich wieder weg. Das heißt, er geht aus dem Konflikt raus, ne? Legt sich hin und guckt erstmal. Also das ist ein bisschen so ein Denker, ne, der Egon. So, da haben wir jetzt ein Objektspiel. Das ist wieder die Musa. Die hat ein ganz kleines Stückchen. Das hat sie auch absichtlich dahin gelegt. Kaut kurz drauf rum, legt es wieder hin. Und hier ist jetzt wieder der Emil. Der geht dann wirklich auch ein Stück weg und sagt, okay, ich will dein Stückchen gar nicht. Das hat er nämlich schon von seiner Mama gelernt. Seine Mama trägt im Moment immer Tomaten umher. Und die Tomaten gehören ihr und niemand sonst. Das hat sie Stückchen liegen lassen, aber auch da geht er tatsächlich nicht dran, obwohl es jetzt da läge und er das nehmen könnte. So, wieder einen Tag später, da merkt man jetzt, dass die Motorik wirklich auch schon deutlich besser ist von den Kleinen. Die haben sich jetzt auch ein bisschen was von dem Pfotenspiel abgeguckt, das heißt, die schlagen jetzt auch ihrerseits so ein bisschen mit den Pfoten oder beißen die arme Friederike ins Schwänzchen rein. Und das ist immer so ein bisschen so der Versuch, ob er dann drüber stehen kann. Ne? Ist aber so viel Zappelei dabei, dass das nicht funktioniert. Da haben die Kleinen jetzt einen Kauhof. Und Friederike möchte aber gern, dass sie mit ihr nochmal spielen. Also macht sie stattdessen was anderes Interessantes, nicht zu meiner Freude. Weil an der Stelle sollen sie eigentlich nicht graben, so die Idee. Die Hunde haben da eine andere Idee. Und die buddelt jetzt und buddelt, während die Kleinen stoisch am Kauhof nagen. So, jetzt hier ist die Stella rechts im Bild. Jetzt wird das Buddeln dann doch interessant gleich. Wenn jetzt die Friederike sich gerade abgewendet hat von der Stella, dann kann die Stella näher kommen. Ne? Also sprich, immer wenn sich das ungefährliche Ende, also der Kopf, wegwendet, dann kann hier in dem Fall die Stella wieder näher kommen.
Jetzt wendet sich der Kopf ihr wieder zu. Zack, macht sie wieder einen Sprung nach hinten. Und immer wenn Friederike quasi wieder auf sie zugeht, ne, dann geht sie erstmal noch einen kurzen Moment zurück. Während Emil da weniger vorsichtig ist. So, hier hat jetzt die Nuria eine Tomate, man sieht sie kurz, und die hat sie jetzt in der Schnauze. Und die Kleinen wissen schon, dass sie das nicht versuchen dürfen rauszunehmen. Was in der Schnauze eines Hundes ist, gehört dem Hund. Sie versucht auch gleich die Tomate irgendwo abzulegen oder auch zu vergraben. Und auch selbst wenn sie sie jetzt ablegen würde, gehört sie noch ihr. Und da darf niemand ran. Das nennt man auch Objekttragen. Das heißt, wenn jemand was Wichtiges in der Schnauze hat, also wenn man Hund ist und man hat was Wichtiges in der Schnauze, dann gehört es immer einem. Und da darf eben niemand anderes dran. Vorhin bei dem Stöckchen von Musa hat man gesehen, dass da bei dem Stöckchen eben auch niemand dran ist, als es einfach so in der Gegend rumlag. Da ist jetzt die Nuria in dem Hütchen drin und die Friederike steht da und jetzt guckt die Friederike gleich falsch und jetzt kriegt sie gleich mal kurz einen Anschiss. Genau, weil es ist Nurias Tomate und da hat man auch nicht hinzugucken. Ja, frisst die Tomate doch. So, und jetzt heute ganz neu, da haben sie jetzt angefangen unter der Palette zu spielen und zwar steckt jetzt Friederike unter der Palette und man merkt schon, die Motorik jetzt zum Beispiel von Egon ist auf jeden Fall schon besser als am Anfang der Woche, weil er jetzt doch schon recht unfallfrei über die Palette laufen kann und die anderen lernen sich da klein zu machen und unten rein zu kriechen. Ich bin immer ganz erstaunt, dass die da auch noch reinpasst, die Friederike. Genau. Und auch das ist wieder so ein Spiel, was mit Annäherung und Entfernung funktioniert. Ne? Also sprich, immer wenn die sich nähern, wenn sich einer nähert, dann zieht sich der andere so ein bisschen zurück. Da hat die Nuria verbotenerweise ein ganz tiefes Loch gegraben, in das der Egon reingerutscht ist. Und natürlich haben die Kleinen auch geholfen bei der Ernte. Ja, damit verabschieden wir uns für diese Woche. Ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden. Aber es gab so viele tolle Entwicklungen, da habe ich gedacht, das dürft ihr auf keinen Fall verpassen.